Also von der Rückerstattung über Zaster habe ich mir meinen Amerika-Urlaub bezahlt. Mein Name ist Christine, ich wohne seit 7 Jahren in Berlin. Ich bin Krankenschwester von Beruf. Ich bin auf Zaster gestoßen bei Facebook vor ungefähr 5 Jahren. Das Design ist mega entspannt, man kriegt das alles locker hin und ja, es hat auch sofort gut geklappt und war davon jetzt immer eigentlich positiv überrascht. Bis heute. Genau, also wenn man eine Steuererklärung starten möchte in diesem Programm bei Zaster, ist es halt so, dass man einfach auf Steuererklärung starten gibt oder so und dann gibt es halt verschiedene Phasen. Und die erste Phase ist, glaube ich, es wird ein Angebot für einen erstellt. Dann kommt ja dieses Angebot quasi, was man entweder annehmen oder ablehnen kann. Es ist immer unterschiedlich. Also ich habe jetzt bis jetzt, glaube ich, insgesamt von Zaster mit Gebühren abzugeben um die 600 bis 700 € zurückbekommen, würde ich fast sagen. Wenn nicht sogar, ja, ungefähr. Mal mehr, mal weniger. Die komplette Dauer von der Einreichung der Steuererklärung bis zur, von der Bearbeitung bis zur Rückerstattung dauert ungefähr 4 bis 6 Wochen. Und dann wird der Betrag auch auf die jeweilige Konto überwiesen. Ich bin jetzt momentan in so einer Online-Ausbildung, sprich Fernstudium, was auch ein bisschen Geld kostet, als Fitnesstrainerin. Und da wird auf jeden Fall auch so ein bisschen von dem Geld reinfließen. Ja, das ist immer ganz praktisch. Also ich würde den Leuten anraten, wenn sie eine Steuererklärung machen möchten, würde ich auf jeden Fall Zaster weiterempfehlen, weil ich bis jetzt mit diesem Programm gut gefahren bin, auch keine anderen Programme tatsächlich kenne, die so gut aufgebaut sind, die so unkompliziert verlaufen. Und ja, wenn die Leute das unbedingt selber machen möchten, bitte, aber ich habe darauf keine Lust. Ja.